So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dreamlight Valley. In der letzten Folge haben wir das Restaurant für den guten Remi hergerichtet und haben auch noch Restaurantmöbel für 2000 Sternmünzen gekauft und haben jetzt die Aufgabe, 4 Zutaten für ihn zu sammeln. Da haben wir schon eine Zutat vollständig und müssen halt jetzt gucken, wie wir die anderen 3 noch aufgetrieben bekommen. Weil fürs Weizen, ja, ist es ein bisschen schwierig. Weil wir haben auch kein Päckchen mehr. Halt. Ja. So, geschafft. Ja, weil wir haben halt leider keine Samen, also keine Weizensamen mehr. Deswegen würde es ein bisschen schwierig werden. Ich möchte mal im Goofy gucken, ob er vielleicht jetzt Weizensamen anbietet. Für den Verkauf. Ah, so. Ich würde hier aufräumen. Voll Karotten. Das brauche ich gerade eben. So. Ja, hallo. Ach ja, wir können ja wieder mit denen reden. Ist ja ein neuer Tag angebrochen, beziehungsweise ist ja schon Abend. Nein. Ach komm, Basilikum. Brauchen wir nicht. Nein. Ja, ja. Hallo, du! Wie geht es dir, Mickey? Hallo, wie geht es dir heute? Glücklich wie immer. Und dann bin ich glücklich, dass du glücklich bist. Aha. Bis bald. Ja, schön mit Öl. Bergbau, baue Granaten ab, ja. Ach, ich krieg's noch nicht gebacken. Immer das richtige Gerät auszuwählen. Aber wir haben hier wieder... Ah, na, mal gucken, ob wir genügend Inventarplätze noch haben. kann ich was essen? Ja, die Zutatenliste. So, dann werden wir mal die verkaufen gehen. Ah, das ist toll. Wow, danke. Danke, Goofy. Ich brauche keinen Kopfsalat. Ich brauche Weizen. Erdklumpen auch noch mit verkaufen. Oh, noch ein bisschen Karotten. So. Schon gut. Okidoki. Können wir eigentlich den Stand erweitern? Einen schönen Tag noch. Ah, 500 doch. Die Verbesserung dieses Verkaufsstandes wäre eine gute Investition. Goofy könnte mehr Produkte kaufen und verkaufen, sodass du mehr Verbesserungen im Tal von dir findest. Sieh dir das an, was für eine Auswahl an Gegenständen zum Kaufen. Yay. Oh, Weizen. Ich brauche Weizen. Gib mir Weizen, Goofy. Na, wie geht's? Du machst hier ein Stück. Habe ich jetzt genügend Weizen? Nee, 8 von 25. Ja, ich muss es ja erst noch... Och, ja. Den Pflanzen. Ja, machen wir mal hier. 25, das wird lustig werden. Ah ja. So. Wo müssen wir die Beete hinschmeißen? Einfach mal hier. Haben wir schon mal 6 Stück. So. Mal hier noch was.
Oh, verdammt. Und dann hoffen wir einfach mal, dass sie nur maximal 5 Minuten brauchen, um zu sprießen und zu gedeihen. Haben wir auch fast gerotten auch. Oh. So, hier mal Karotten. Egal. So. Brauchen wir noch 2 Karotten. So. Dann müssen wir noch mal gucken wegen dem Maui, weil wir haben ja jetzt ein Gericht, was 3 Sterne wertig ist. Dass wir noch mal gucken nach den... nach den Zutaten. Dass wir das vielleicht in der heutigen oder in der nächsten Folge auch abgeschlossen haben. Oh. So, Merlin, oh. Hallo. Hast du eine Frage? Huffman, kennst du den Unterschied zwischen dunkler und heller Magie? Ja. Also verstehst du bereits die Art der Magie? Sehr gut. Was zieht dich an, helle oder dunkle? Ich würde sagen, beide. Eine weise Antwort, Gleichgewicht ist schwierig, aber wichtig. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Naja. Oh. Ah. Aha, das verbirgt sich also dahinter. Oh. Gib mir mein Weizen. Oh. So. AE halten. Jetzt brauchen wir noch Karotten. So. 3. Dagobert, Dagobert! Was machst du denn hier draußen? Einen schönen Tag noch! Was ist deine Erfolgsgeschichte? Ich bin Dagobert Duck. Ich habe ein Vermögen gemacht, weil ich härter bin als der Härteste und schlauer als die Schlauesten. So, das hatten wir schon alles mal. Okay, naja. Auf Wiedersehen und bis naja. Bald. Tschüssi. So, jetzt müssen wir eigentlich mit Goofy noch mal reden. Mit Vajana. Und dann haben wir es ja auch schon wieder alle abgeschlossen. Dann haben wir noch die Karotten. So, dann gucke ich mir mal diese Mondsache an, weil ich hatte jetzt gesehen, das hat ja irgendwas mit diesem Event zu tun, was da gerade irgendwie läuft. Remy? Ist nicht hier. Ach, in seinem Haus ist er, okay. Remy! Ja, bitte alles geben. Parfait, Parfait, wir haben alles, was wir zur Öffnung brauchen. Gehen wir zur Vorderseite des Restaurants und packen wir es an. Wir sind... Ja, wir sind was? Oh, hier haben wir auch nochmal eine Truhe. So. Bonjour. Okay, wir öffnen das Restaurant, ich bin bereit. Moment, ich muss meine mentale Checkliste nochmal durchgehen.
Warte, haben wir Salz? Habe ich vergessen, Salz zu besorgen? Ohne Salz können wir kein Restaurant eröffnen. Wir haben Salz. Bist du dir sicher? Okay, dann denke ich, dass alles bereit ist und los geht's. Das Restaurant Shiremi ist jetzt geöffnet. Hey. Très bien. Lass uns hineingehen. Au revoir. Kann ich mit dir sprechen? Natürlich. Hallo! Sieh mal, Papin, Tische, Stühle, Essen. Wir haben ein Restaurant eröffnet. Ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe. Aber es ist immer noch etwas ganz Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, meinen ersten Kunden zu bekommen. Sehr schön. Bonjour. Lass uns über Aromen reden. Papin, bevorzugst du es herzhaft oder süß? Süß. Ah. Eine Naschkatze. Was nun in letzter Zeit interessiere ich mich immer mehr für Nachtische. Magst du pure süße Fleisch, süß-sauer oder fruchtige Süßigkeiten? Puren Zucker. Oh. Dann magst du vielleicht den Blätterteig mit Butterzucker, das werde ich im Hinterkopf behalten. Ja! Yeah, ich bin schon Level 2. Und ich dachte ja, man kriegt diese Möbelstücke geschenkt, aber man muss sie ja trotzdem kaufen. Komm, du sammelst für uns auch noch ein bisschen mit, ne? So. Dacht weh. Très bien. Très, très bien. So, okay, gut. Das hat sich jetzt nicht allzu sehr gelohnt. Ne, 3 war die Schaufel. So, was machen wir denn jetzt? Wir müssen noch mal gucken. Wegen dem Fisch. Ach, wir hatten einen Barsch. Wir müssen auf jeden Fall einen Barsch fangen. Weil das 3-Sterne-Gericht hatte irgendwas mit Barsch zu tun gehabt. Muss ja nur gucken, welche Farbe der Barsch gewesen ist. Das war ja, glaube ich, eine Regenbogenforelle oder irgendwas in der Ach nee, das war. Nee, wir haben jetzt. Nee, die Brasse war das, oder? Ja. Und eine Brasse brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Barsch. Ich glaube, hier ist eine Wels. 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 Ja, fangen wir 3 Fische. Obwohl, hier werde ich wahrscheinlich nur Seetang jetzt fischen, oder? Oh, ich habe einen Barsch gefangen. Einen Barsch. Suchen wir noch mal so Glück. Hey! Ach nee, das ist doch, es war auch wieder ein Barsch. Okay. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir noch mal Weizen brauchen. Okay, wir haben auf jeden Fall Weizen bei uns im Gepäck mit dabei. Und wie viel brauche ich denn eigentlich, um mein Haus hier zu renovieren? Sei gegrüßt, Nachbar! Wie viel Platz bedeutet, dass du dich schnell erholen kannst? Ja, 2000. Freundlichen Dank! Ich brauche auch erstmal das Geld, Dagobert. Kann ich nicht über meine Verhältnisse leben. Gekühlte Gemüseplatte. Ne, ich habe nicht so viel Gemüse. Na, es war boah, das war die Regenbogenforelle. Die war doch nie, habe ich noch. Da habe ich den Barsch. Boah. Ist die Banane? Nee.
Hast du Oregano? Auch nicht. Aber was hatte ich denn noch an Gemüse? Was hier rein? Oh, ich habe noch was zu. Noch ein Möbelbeutel. Kleiner runder Esstisch. Dann müssen wir nochmal zu Remy gehen und wahrscheinlich nochmal ein bisschen Gemüse kaufen. Da hatte ich einen Kopfsalat festgenommen. Was suchen sie mal mit Kopfsalat? Nochmal kurz Möhre. Barsch. Wo ist der gegrillte Barsch? Ja. Gut. Yay! Parfait. Probieren. So. Weg mit dir, rein mit dir und auch rein mit dir. So. Dann geht's doch mal zu Maui. Wir haben das nämlich auch endlich erledigt. Wir können ihn mit im Dorf hoffentlich begrüßen. So, mein lieber Freund. Ich hoffe, die drei Barschgerichte gefallen dir. Ja, eben. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Dieses Essen ist ziemlich gut. Erzähl mir über dieses Dorf, das Bayanas euer Lieblingsort ist. Ich soll das Dorf regieren, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich ein Essen bekommen würde, für jedes Mal, dass ein Mensch mir das sagen würde, ich wäre so unglaublich wie immer. Wie ich sehe, brauchst du meine Hilfe. Du weißt vielleicht nicht viel über mich, aber ich denke, ich wäre bereit, dein kleines Dorf zu besuchen. Das könnte lustig werden. Ich werde dafür sorgen, dass du im Dorf eine Unterkunft bekommst, die eines Halbgottes würdig ist. Ja, mach das. Toll, jetzt muss ich wieder Geld für den hier ausgeben. Warum? Ich bin gerade selber knapp bei Kasse. Aber eigentlich müsste ich nur ganz viele Edelsteine immer finden. Oh, Sammlungen? Ach, Satz für Möbel. Ah, 1573. Teile das Schild mal. Das wird ja bestimmt hier unten sein, oder? Oh, Ansehen. Da bist du ja! Oh je, vom schillernden Schrank geht eine dunkle Magie aus. Wir müssen die Säule der Freundschaft auf der Wiese reparieren. Das sollte uns den Zugang zu neuen Biomen doch ermöglichen. Oh Mann! Und jetzt lauf! Ja, ich lauf auch. Ich laufe um mein Leben. So, Goofy brauchen wir noch als Level 5 Freund. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Ah ja, erzähl mir von deinem Plan fürs Wochenende. Sag mal, Puffin, bist du schon mal selten gegangen? Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Auf jeden Fall. Selten? Weißt du, draußen schlafen? Igitt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin kein Zeltfreund. Wenn du deine Meinung änderst, komm zu mir. Da zieht sich Puffin. Bis bald. Hallöchen. Hallo, Puffin. Ich hab was für dich. Aber ich gebe dir Fischbrötchen. Fischbrötchen regelt alles. Oh, das gefällt mir. Yay, neues Level. Was kriege ich jetzt? 500 Sternmünzen.
Na, wie geht's? Hallihallo, Puffin. Du hast mich mitten in meinem neuen Projekt erwischt. Ich lege gerade einen Sommerabend für uns an. So können wir uns an allen Spaß erinnern. Und unser Gedächtnis anspornen, falls das Vergessen zurückkommt. Für ein Sommerabend braucht es einiges an Kreativität. Ich bin sehr kreativ. Das überrascht mich nicht. Du kommst mir schon immer sehr kreativ vor. Sag, warum machst du nicht ein paar Fotos vom Dorf für unser Sommeralbum? Es wäre toll, wenn wir ein paar Bilder mit Pflanzen hätten. Fang den Moment an, die Kamera. Öffne das Werkzeugrad mit Tab und wähle die Kamera aus. Die Kamera kann auch mit Sex aufgerufen werden. Mach die schönsten Bilder und schwimm mich auf den. Sieh nur, was ich hier für tolle Sachen habe. Hallo, Kumpel. Ach so. Bis bald. Oh Gott, ich muss Foto machen? Nee, nochmal. Komm, lächel nochmal. Ach, Goofy, guck doch mal in die Kamera. Ah, warum hast du jetzt... Nein. Obwohl, das sieht man seinen Hut nicht. Nee, müssen wir nochmal machen. So, das ist schön. Ja, das speichern wir auch, ja. So, mach ein Foto. So, mit Merlin reden wir auch jetzt nochmal ganz schnell. Hat er mich schon mit dem geredet? Ich weiß es nicht. Ach doch, hatten wir schon. Na, ich geb dir auch ein Fischbrötchen. Ich hab auch kein Fischbrötchen mehr. Dafür gebe ich dir ein Wels. Danke, meine Liebe. Naja, kein Problem. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Komm, mach ein Foto, alter Mann. Buchtel mal nicht so rum. So, komm, speichern wir, ja. Mache Bilder. Fotografisches Gedächtnis. Apfelbaum, Himbeerstrauch. So, warte mal. Kann ich das nicht? Die Aufgabe. So, Himbeerstrauch. Okay. Ah, nee. Niki. So, ja. Sag, gucke mal. Himbeerstrauch mal fotografiert. Hatten wir schon miteinander geredet? Hey, du! Ja. Nee. Danke, Kumpel! Ja. So. Irgendwie ist das immer so richtig unscharf. Verdammt. So, ist auch ein Apfelbaum. Ja, dann haben wir's. Mann, das haben wir Album fertig. Guck mal. Äppelboom. Oh, ja. Alles ganz toll. Ah, nee. So ein Apfelbaum gewesen, oder? Ja, ich bin nicht doof. Oh. Ein Apfel. Und ich freue mich total, dass ich diesen Apfel gefunden habe. Oh. Hey, Goofy, gucke mal. Warte. Nee. Moment. Das wollte ich. Ich bin gleich für dich da. Ich muss auch ganz schön das einsammeln. Nee. Ah, komm, ich mit dir eine Banane. I give you a banana. Hallöchen. Oh, ja, diese Pflanzenfotos sind toll, Puffin. Wie wär's, wenn du versuchst, etwas Schwierigeres zu fotografieren? Die Tiere! Es ist schwieriger, sie zu fotografieren, weil sie sich darum bewegen. Du sollst einige Eichhörnchen auf dem Hauptplatz und Kaninchen auf der Wiese finden. Bis bald! Ja. Andi! Zählt das unter Eichhörnchen? Ja. Machen wir den Kaninchen jetzt?
Warnten die kleinen Racker? Waren die auch hier oben? Oder waren die woanders? Das aber noch mit. Gott, war leider kein Edelstein mit dabei. Kaninchen. Wo seid ihr? So, jetzt müssen wir noch das Kaninchen irgendwie irgendwo finden. Hab ich aber vergessen, wo man die. Ach, da. Noch ein Dingens für die Schaufel. Die Kaninchen, die waren unten. Da. Ha. Ja, ich zeig doch mal schön drauf, damit auch jeder weiß, wo das Kaninchen ist. Puffy. Da rennt er. Nee, nicht wegrennen. Hallo, Kumpel. Wir haben ein paar tolle Bilder, aber irgendwas fehlt noch. Ich hab's. Wir haben Pflanzen, aber keine Bilder von Blumen. Es wäre eine Schande, nicht all die schönen Blumen im Tal zu fotografieren. Es gibt jede Menge Löwenzahn und Bartfaden auf dem Hauptplatz. Auf der Wiese sind Gänseblümchen und großblütige Bartfaden. Diese Bartfaden wachsen an vielen Orten. Du sollst in der Lage sein, tolle Bilder von ihnen zu machen. Meinetwegen. Sind ein Rotknöpfchen schon wieder. Nego, wie soll man denn gewettet? Ich weiß nicht, was ein Rotknöpfchen ist. So, wir brauchen Löwenzahn. Also, hätte ich ja lieber Gänseblümchen fotografiert, anstatt Löwenzahn. Aber naja. So, da haben wir Löwenzahn. Weißer und rosa farbener Bartfaden. Grünblühender. Hier haben wir grünblühender. Weil er wieder fuchtelt. Ich will den grünen Bartfaden fotografieren, nicht dich, Merlin. Tut mir leid. Ah. So, weißer und rosafarbener Bartfaden. Die waren, glaube ich, oben. Das ist ein Rotköpfchen. Das ist einfach auch wieder ein Bartfaden. Ne, das war ein roter Bartfaden. Weißer, großer farbener Bartfaden. Schön, dich zu sehen. Ja, ja. Total toll. Ja, haben wir rosa farbenen Bartfaden. So, wie sieht denn dieses super Rotknöpfchen aus? Warum wird mir das hier nicht angezeigt? Ein Rotknöpfchen. Gut zum Geier. Was ist Bartfaden? Es gibt ja eigentlich gefühlt nur Bartfaden. Löwenzahn und Gänseblümchen bei uns. Ansonsten müsste ich Goofy einfach nochmal fragen. Goofy! Wo kann ich in den Bartfaden? Das sind, nicht den Bartfaden. Das Rotknöpfchen
finden. Na, wie geht's? Ey, das Rotknöpfchen wird gar... Was ist das denn? Das wird gar nicht mit erwähnt. Was soll denn das sein? Boah. Da muss ich aber fast schon mal sagen, dass ich es vielleicht im Off mich einfach mal angucke, wo dieses so Rotknöpfchen ist. Haben wir hier keinen? Das ist ja doof. Und ich kann ja nebenbei noch ein bisschen hier Sachen verschmettern, damit ich ein bisschen Edelscheine rausbekomme, damit ich die dann verkaufen kann und dann wieder Money habe, dass ich dann Dagobert Duck in den Rachen schmeißen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir so in der nächsten Folge wiedersehen werden.